Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Enki mit Let's Play Illusion of Time. Und es wird Zeit, dass wir uns hier weiter in dem illustre Dörfchen hier umgucken, was anscheinend so ein bisschen das Sklaveproblem zu haben scheint. Ach ja, das kann ja lustig wäre, vor allem diese Möchtegern-Javas hier, die einer auf Sklavehändler machen. Aber ich weiß ja nicht, rotes Juwel und so, da stehe ich jetzt total im Konflikt dazu. Entweder ich liefere denn eine Sklave aus, was ich nicht gerade so besonders toll finde, oder ich verzichte aufs rote Juwel. Mitnichten! Und? Ich lüge und kassiere? Ich warne dich? Okay. Das mag wohl sein. Naja, wir müssen ihn ja erstmal finden. Ich glaube, ich weiß auch, wo er steckt. Das ist der... Ah ja, das war genau der hier. Aber wir können uns gerne mal angucken, wie der sich hier die Hoher versenkt, der dumme Hund. Aber die scheint ja wieder gut hochgewachsen zu sein, die Hoher. Also so viel Schade scheint aber nicht davon getragen zu haben. Na, wir gucken uns mal um hier. Was ist denn hier los? Komm mit hierher, geh heim. Okay, klare A-Sage. Sklavencamp. Oh, reizend, reizend hier. Naja, da gucken wir uns mal hier um beim Sklavencamp. Ich habe ja schon gesagt, mehrfach gesagt, dass das Ganze hier äußerst ernst die Botschaft hat, das ganze Spiel. Bald schon, wenn man verlagert. Ich versuche nicht mehr zu denken, um nicht meinen Verstand zu verlieren. Ich glaube nicht an die Götter. Wenn es die gäbe, wären alle Menschen gleich. Ach Gott. Boah, das ist schon arg bedrückend. Na ja, jetzt tricksen wir mal den Hansel hier aus. Was ist mit dir? Schon bald wird der böse Macht von der Erdbesitz ergreifen. Das Ende naht. Ich weiß nicht, von wem die Prophezeiung stammt, aber sie ist eine Lüge. Ich muss sie verdrängen. Mhm. Sehr cool. Was geht denn hier ab? Hier ist noch nichts. Da sollte man vielleicht mal dort gehen. Ich glaube, da war der Schwarzmarkt oder so. Noch schlimmer am Sklavenmarkt. Wenn ich an deiner Stelle wäre, hätte ich große Angst. Ich habe keine Zeit, um mir über andere Leute Gedanken zu machen. Ich habe selbst genug Probleme. Ja, deswegen gehen wir hier auf den geschmackloseste Fleischmarkt der Welt, ne? Die Sklaven sind im gleichen Alter wie du. Denk dran, es gibt überall Menschen, die so leben wie die hier. Ah, was für ekelhafte Menschen. Was ist mit dir, du Kondommännel? Hey, Kleiner, das ist kein Ort für Kinder. Verschwind. Oder bist du etwa hier, um Sklaven zu kaufen? So ist es, werter Mann. Erlaub. Ich glaube da zwar nicht, aber du hast Mut. Guck dich also um, Kleiner. Was ist da mit euch? Ich mag mal mit euch sprechen. Mein Name ist Imas. Ich bin mit dem Schiff aus dem fernen Asien hierher gekommen. Ich gehöre im Jägerstamm an. Wenn wir Hunger haben, jagen wir Tiere. Alle Tiere in unserem Gebiet wurden Opfer von einer unbekannten Seuche. Ich glaube, das Gebiet kommen wir später auch noch hier. Ich bin Remus. Als unser Vieh verschwunden ist, haben wir nichts mehr zu essen gehabt. Schicksal hat uns zur Sklave gemacht. Wir konnten ja nicht ahnen, was uns erwartet wird und wo wir landet hätten. Ich bin Sam. Letzte Nacht hat uns ein Mann namens Erik aus der Klaue von unserer Peiniger befreit. Den kennen wir. Aber kurze Zeit später sind wir wieder gefasst worden. Jetzt wird Erik in einem Haus in der Stadt festgehalten und verhört. Hilf ihm, Fremder. Ja, das ist schon mal sehr gut zu wissen. Das ist schon definitiv sehr gut zu wissen, aber schade, dass unserem Kumpel Erik hier auch deiner Menschen hilft. Und hua. Hallo? Einer von der Hotelangestellten wurde von einem Sklavenhändler erwischt. So, so. Was geht hier ab? Was ist mit dir los? Ich habe einer von der Sklave aufgenommen, die gestern befreit worden sind. Ich habe es aus Mitgefühl gemacht, aber ich werde den Händler wieder ausliefern müssen. Ob man das muss, ist wieder so Sache. Bitte, verroten nicht. Was mit mir geschieht, ist egal. Ich will nur, dass ihm nichts passiert. Ja, ich kann den auch nicht verpetzen. Was wäre denn das für eine Botschaft, ihr liebe Leute, wenn ich hier beim Let's Play sage, würde, ja komm, rotes Juwel, super, ich will alle rote Juwele und dafür verpetze ich einen Sklave. Also sorry, da verzichte ich lieber beim Let's Play, was halt nicht die Ansprüche von einem Walkthrough hat und nicht auf 100% Authentizität Wert legt, was das Durchspiele angeht. Da verzichte ich lieber auf das rote Juwel und handle menschlich absolut richtig, indem ich den Sklaven nicht verpetze. Keine Angst, das war kein Einbrecher, der hier gewütet hat. Ich habe nur gedacht, dass du dich so vielleicht wie Bruder fühlst. Genau, das finde ich fair.
Okay, also wie gesagt, ein Sklave werde ich nicht ausliefern. Ihr könnt mir auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon halten. Weil wie gesagt, ich finde auch bei so einem Spiel sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass das durchaus eine sehr ernste Botschaft hat. Und ich kann hier einfach nicht in aller Öffentlichkeit hier machen auf, ja komm, die Sklave, die sind mir sowieso scheißegal, ist ja eh nur ein Spiel, die kann ich hier locker verpetzen. Eben nicht, das ist moralisch nicht richtig, von daher bleibe ich dabei, der wird nicht ausgeliefert. Touristen verirren sich nur selten in die Stadt. Ja, zu Recht anscheinend. Ah, dich kennen wir doch. Komm rein. Willi und Kara? Lili, bist du's, Lili? Ich war ja so besorgt. Über einen Monat lang waren wir getrennt. Ich habe in dem Hotel hier gelebt und gearbeitet. Lernst es im Raum rechts, gehen doch zu ihm. Okay, ich muss auch übrigens darauf achten, dass ich die Namen authentischer hinkriege. Ich will denn die ganze Zeit was englische Will sagen. Der ist ab jetzt bei mir der Willi, fertig. Meinetwegen auch der Ackermanns Willi, das ist mir gerade egal. Und für Lance fällt mir noch nichts Richtiges. Ah, vielleicht ist das der Louis oder was? Ich weiß nicht. Für das Seth wäre mir dann eher eingefallen, dass es der Sepp ist. Und der Erik ist halt der Erik, fertig. Ja, dann gehen wir nochmal zum Lance. Zum Louis, wie auch immer. Das weiß ich noch nicht. Könnt ihr mal hier Bescheid geben, wie die Namen sei sollen, ob ich den Louis nennen soll, den Lotta Louis vielleicht, wird sich zeigen. Ich bin froh, dass alle in Sicherheit sind, nur... Die haben ja gesagt, ich weiß nicht, ich werde nicht wissen, wer ich bin. Ist das nicht sonderbar? Ich weiß nicht, wie ich heiße und wo ich bin. Lance hat sich am Kopf verletzt, als er vom Inka-Schiff gefallen ist. Seitdem kann er sich an nichts mehr erinnern. Er soll hierbleiben, bis es ihm besser geht. Ach du Scheiße, der hat wohl Amnesie hier, der arme Kerl. Das ist nicht so doller. Ja, Erik wird anscheinend in einem Haus verhört von Sklavenhändler. Und Seth, der ist so von einem Seemonster gefressen worden. Das ist nicht gerade so toll. Also der Schiffbruch war nicht gerade wirklich das Beste, was uns hier hätte passieren können. So, wir gucken uns auf jeden Fall hier überall wieder gründlich um, auch in eine Blumentöpfe, dass hier irgendwo rotes Juwel, genau, rotes Juwel rumlauert, rumlungert und wir es nicht finden. Das wäre ja etwas schade drum. So, deswegen zu jedem Gefäß Hygi und jedes Gefäß Abstauber. So, so. Aber die fröhliche Musik will irgendwie nicht so ganz zu einem ganzen Geschehen hier passen, finde ich, weil es wurde ja am Anfang schon gesagt, jede Stadt hat so... Durchaus auch ihr Schattenseite, aber das hier, das ist jo echt heftig. Wo ist denn Erik? Ich habe ihn seit letzter Nacht nicht mehr gesehen. Was kann dann passiert sein? Ja, der ist halt immer noch dasselbe. Okay, noch Erik soll ich also gucken. Also gucken wir auch noch Erik. Ja, zu dem ganzen Spiel wollte ich ja auch noch anmerken. Das wird ja auch auf Englisch Illusion of Gaia genannt. Und ist der zweite Teil von dieser inoffizielle Soul Blazer-Reihe. Naja, die hatten wir auch schon. Das hat ja ursprünglich, glaube ich, 1992 angefangen mit Soul Blazer, mit einem Spiel von Quintet und Square. Und ja, da wird er wahrscheinlich drin sein, ne? Habt ihr von jemandem namens Erik gehört? Der Name ist mir gänzlich unbekannt, warum fragst du? Will, bist du das, Willi? Rett mich! Hat die Gosch, verhalte dich ruhig. Jetzt mach die dir auf, weil ich besser eintrete. Und? Wir haben ihn schon gefunden. Ah, der Sklavenhändler hat sich wohl verstrullt. Der hat sich wohl hier aus dem Staub gemacht. Ja, wie gesagt, offiziell Soul Blazer dürfte 1992 gewesen sein. Und Illusion of Time und Terranigma sind jetzt keine direkte Nachfolger, aber da sie auch von Square und von Quintet entwickelt wurden, gelten die so als inoffizieller Nachfolger. Da sehr viele Elemente mit deiner Seele und Weltbereise und Weltwiederhersteller do Thematik ist. Ich traue meine Haare nicht, ich komme, um mich zu retten. Nie hätte ich gedacht, dass mich hier jemand findet. Der Mann ist erschrocken weggerannt. Ich habe versucht, mich ins Lager zu schleichen, um die Brüder zu befreien. Aber ich wurde entdeckt und gefangen genommen. Die Sklaven müssen in der Diamantenmine arbeiten. Ich kenne den Ort, bitte befreie sie. Willi erfährt die Lage von der Diamantenmine. Alles klar. Naja, wenigstens die Säuremine, aber Diamantemine ist schon schlimm genug. Ach Gott, gestern habe ich wieder Jack Reacher gesehen, so nebenbei. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Aber da spielt ja der Werner Herzog mit. Der ist dann der Boss von so einer, ich glaube, georgische Baumafia soll das sein. Und der spielt dann einer, der im Sibirien im Gulag gekocht hat und
dann Achto inhaftiert war für den Großteil von seinem Leben und dann ach so meint, als er dann seine rechte Hand zeigt, dass er dann die Finger abgebissen hätte, um Wundbrand zu entgehen und dann bei der linken Hand, diese Finger habe ich geopfert, um nicht in den Schwefelminen arbeiten zu müssen. Ach Gott, der Traum muss ich jetzt irgendwie auch gerade unweigerlich denken. Okay, die sagt nur, dass der Lance sich ausruhen soll. Es ist gut, wieder unter Freunde zu sein, aber ich bin betrübt. So viele Trainer habe ich schon vergossen. Na, das glaube ich da. Du immer noch dasselbe. Und du? Jo. Die Freunde sind ja auch nur für die Storyline eigentlich wichtig. Ins eigentliche Action-Kampfgeschehe greifen die nicht ein. So. Dann gehen wir mal in die Schwefelminen vom Gulag. Und, was machst du dann? Zur Diamantenmine. Nils Laborhammer aber noch in der Card. Aber der Erik hat uns jetzt erstmal gezeigt, wo die Diamantenmine sind. Das ist gar nicht mal so unweit. Aber trotzdem alle gerade um die Ecke. Schwefelmine. Okay, dann gehen wir mal. Ja, und dann verlangt er doch auch noch von irgendeinem Hansel, dass der sich dann, der was verkackt hat. Ah, Moment. In der Diamantenmine herrscht Totenstill. Dein Blut beginnt zu frieren, als du die Schreie aus dem Inneren von der Höhle hörst. Ja, bei solchen Wärter, den ich aber auch kreische wie am Spieß. Die mit Kette hier rumpeitschen. Igitt. Ja, dann hat's noch irgendeiner verkackt von deiner Handlanger und dann verlangt er von dem Typ, dass er sich die Finger abbeißt, wie er es halt gemacht hat, beziehungsweise er sagt einfach nur, er will die Finger von seiner Hand haben. Da meint der Typ dann auch so, ja, hätten sie zufällig auch ein Messer und er nur, hatte ich ein Messer in Sibirien. Ach Gott, das ist immer so seelenzermarternd, was Werner Herzog sagt. Aber so ist er halt. Ach ja. So, also irgendwelche Grubewürmer haben wir hier, die mit irgendwelcher Grütze um sich schießen und ziemlich dicke Brocke hier hinterlassen. Und was weiß ich, Echsenmenschen, die mit Kettepeitsche hier rumrennen. A la hopp. Naja, wenigstens hat sich mal Lebensenergie wieder um einen Knubbel erhöht. So, wie viel haben wir dann hier? 24, Gewitter erleiht. Hoho! Und nix. A la hopp. Nehme ich auch so. So, was ist denn hier los? Auszug. Aufzugsschacht. Benutzt die Tür, um zum Aufzug zu gelangen. Ja, ich probier's. Aber ich glaube, dafür brauche ich einen Schlüssel sogar. Warte mal. Genau, da ist ein Schloss an der Tür. Ganz genau. Das heißt, das geht erstmal. Na, geht erstmal noch nicht. So in so lumpe, gehüllte Leiche hier. Ah, stimmt, genau. Dann war das hier, dass ich hier die Sklave befreien kann. Ich flehe dich an, löse meine Kette. Natürlich mache ich das. Zack. Außer mir sind noch sieben weitere Männer hier gefangen. Bitte rett sie. So ein grünbärtiger Mann. Ja, sieht vertrauenserweckend aus, aber wenn es um Sklaverei geht, kenne ich nicht gerade besonders viel ja, Mitleid mit solchen Sklavehalter. Das war ja bei Baldur's Gate 2.8 der Fall, wo ich das gespielt habe. Sogar so chaotisch böse Drecksau wie Korgan hat ja auch gesagt, Sklaverei geht gar nicht. Wenn sogar so energische Sklaverei ist, was wäre dann ich verändert, der dann ach sagt, nö, ich bin für die Sklaverei hier. Du hast doch, glaube ich, die Seele, um den Käfig hier aufzumachen. Genau. Ja, möchte gern Betrachter. Falls ihr Dungeons and Dragons kennt, das sind, beziehungsweise wenn ihr auch bei mir Baldur's Gate 2 geguckt habt, die sind anscheinend an die Gauth entlehnt, beziehungsweise die Betrachter aus D&D. Sind ja auch solche Augenmonster mit mehreren Stielen, die so abstehen. Ja, ein paar von den Sklaven sind relativ offensichtlich und ein paar sind ziemlich gut versteckt, muss ich gestehen. Da habe ich als Kind ab und zu etwas Probleme gehabt, die zu finden. Hoffen wir, dass uns das nicht noch einmal passiert hier. Ah Gott. Jetzt habe ich mich wieder geheilt. Hin und wieder lassen Gegner solche Heilkristalle droppen. Hin und wieder lassen manche Gegner solche Heilkristalle auch fallen. So. Danke, dass du mich gerettet hast. Mein Geheimnis soll dein Lohn sei. Es gibt einen Geheimraum in der Mine. Sein Eingang liegt hier in der Erinnerung von der Mauer. Du findest ihn, wenn du den Wind spürst, der durch die poröse Mauer weht. Du wirst den Wind in deine Hohe spüren. Ja, man beachte, dass ich derzeit ja auch hier keinerlei Windbewegung in der Hohe habe. Und das Spiel achtet durchaus auf solche Details. Das heißt, das werden wir dann sehen.
Ich glaube noch zu wissen, wo dieser Eingang ist. Huch, der hat sich versteinert spontan. Ach, ein guter Trick, um nicht verwischt zu werden, ne? Ja, ich glaube, ich weiß noch, wo das ist. Wobei das auch schon wirklich lange her ist, dass ich Illusion of Time gespielt habe. So. Und hoho. Und weg ist er. Ja, diese Schädel sind immer Indikatoren dafür, dass dann so ein Grubewurm hier relativ bald rausflutscht. Heilkräuter gefunden. Alles klar. Sehr gut. Aber die Musik ist durchaus auch ziemlich dramatisch, finde ich. So, lala. Es ist leider häufig auch ein Track für viele Gegenden verwendet, was ich immer etwas schade finde. Gerade bei Super Nintendo Spielen ist es halt immer schön, wenn die Musik nicht zu häufig verwendet wird. Also Musik zu häufig verwendet wird, wie zum Beispiel auch bei Secret of Mana, wo die Musik N-Track ziemlich häufig verwendet wurde. Es wäre schön gewesen, wenn es individuellere Tracks gäbe. Das ist dann aber auch eher so eine Sache von neumodischen Spielen, würde ich schon fast sagen. Dass man die Musik nicht so stark recycelt, sondern wirklich individuelle Musikstücke einbringt für diverse Gebiete, diverse Dungeons. Jetzt bin ich auch wieder ein bisschen stärker geworden. Alle Knöpfchen gedrückt und ich kann hier tiefer reingehen in die Mine. Ja, jeden Gegner sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Und mit Will können wir ja auch Psycho Dash machen und damit können wir ja auch angeblich auch Wände einrennen. Ich glaube, hier irgendwo müsste das sein. Oder irgendwo in der tieferen Ebene von dem Gebiet hier. Also die Jungs hier sind ziemlich easy zu durchschauen. Ich glaube, irgendwo in dem unteren Bereich von dem Minenbereich müsste der Sklave hinter einer Mauer versteckt sein. Zack, zack und zack. Sehr schön. Gut, 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 gut. Läuft ja alles soweit ganz in Ordnung. Ich versuche natürlich auch alle Sklave zu befreien, das versteht sich von selber. So, jetzt sind wir auch schon beim dritten Level angekommen. Finde ich natürlich persönlich sehr gut, falls es mal wirklich so verkacken sollte. Ja genau, hier haben wir's. Wenn ihr es seht, hier bewegt sich auch die Kleidung vom Willi und sein hoher Ach. Siehst, hier können wir die Mauer einrennen. Und da steckt er schon. Dankeschön, ich war in der Höhle eingeschlossen. Was wäre nur passiert, wenn ich länger hätte dort bleiben müssen? Ich will dich belohnen. Ich schenke dir ein paar Juwele. Dankeschön. Okay, gucken wir doch gerade mal rein. Naja, wirklich Juwele kriegt habe ich jetzt noch nicht. Aber das wird sich noch zeigen. Södele, hier kriegen wir noch was? Eine Seele und ein Abwehrlevel ab. Können wir jetzt auch hier reagieren? Da brauchen wir nämlich, glaube ich, jetzt der freie Daniel. Und ja, der ist auch zur Auswahl hier. Danke, Gaia. Speichern mag ich noch nicht, erst wenn ich mich in der freie Daniel, der dunkle Ritter, verwandelt habe. Ach ja. So, perfekt. Dann brauche ich nämlich gleich mit seiner langen Reichweite. Ich glaube auch für Freedan gibt es hier auch noch eine dunkle Kraft, die ich aktivieren kann, tiefer in die Mine. Ich glaube, das müsste dann sowas sein, dass ich hier Ach halten kann, damit er rot leicht und dann kann er, glaube ich, einen Energieball verschießen oder sowas in der Art. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt schon kommt oder ob das erst später ist, aber die Fähigkeit hat er auf jeden Fall. Die kriegt er noch. Der freie Daniel. Freedan, das ist echt ein blöder Name, ohne Witz. Oh! Ja, genau die Geräusche macht er auch, wenn er verwischt wird. Oh. Ja, da ist noch der Grubenwurm. Du, komm her. Komm her, du Sausack. Ganz wiester Kerl hier. So. Oh, und überall diese Sklaveleiche und Sklaveschädel, die hier den Weg pflastern. Das ist schon ziemlich pervers, finde ich. Aber so kann man sich durchaus in manche Kulturen zu manche Zeitepoche vorstellen, was Minearbeit angeht, die von Sklave durchgeführt wurde. Durchaus auch in römischer Periode, aber ich habe die hier Leiche wenigstens rausgeschafft, falls ein Stollen nicht eingestürzt ist. So, da können wir jetzt nur der Flitzerino machen, wenn wir das Ding hier wegkriegen. Ah, der bringt ganze 5, der fette Kristall. So, gut, der bringt 2. Ja, das müssen wir irgendwie wegkriegen.
Sonst geht's nicht weiter. Aber da müssen wir an andere Gegner drankommen, die Seele hin, um das Zeug hier wieder wegzumachen. Ich glaube, da könnten wir auch noch ein bisschen Gewinn machen. Ja genau, ich glaube, da kriegen wir dann die Kraft, damit wir nämlich den Gegner da oben erreichen können. Und wenn wir den Gegner da oben erreichen können, hat der die Seele, um die Blockade bei deiner Schanze wegzumachen. Hör auf, mit deiner Augenstrahle, du Widerling. So. Ihr müsst am Ende dann so ein Sphäreportal wieder sein. Und dort dürften wir dann diese Kraft für Freedan kriegen. Hoppala. So. Aber eigentlich ist er ein Schauspieler und heißt Morgan Freedan. Oh, war der schlecht. Entschuldigung. Hin und wieder muss ich sowas einfach mal machen. Okay. Lebensenergie wieder auf ganzer Knubbel erhöht, aber neue habe ich nie mehr gekriegt. So, ich denke dann auch, wenn wir diese Kraft kriegen, ist das der ideale... Oh? Ja, du können wir anscheinend auch einrennen. Ist das der ideale Zeitpunkt, um hier unseren Katze setzen? Ja, wieder zurück zum Willi. Na, robben wir die Wand noch ein. Dodehina dürfte dann möglicherweise diese Kraft sitzen, spezielles Sphäreportal. Ich bin mir nie mehr allzu sicher. Wie gesagt, das ist schon Jahre her, dass ich das gespielt habe. Aber so einiges habe ich doch noch im Kopf. So, jetzt gucken wir nochmal. Genau. Stimmt. Wusste es doch. Da war dann nämlich das speziell für der freie Daniel. Gut. Ups. Genau, in dich will ich mich wieder verwandeln. Schade, dass ich die Seele von irgendeinem antiken Ritter anscheinend auch in mir habe. Hm. Naja. Manche kommen mir mit ihrer eigenen Seele noch nicht so recht. Ich glaube, ich wäre mit einer zweiten Seele in mir auch ziemlich überfordert. Beziehungsweise, wenn ich meine eigene Seele in so eine Statue sperren müsste. Nur um dann zu warten, dass ich dann wieder raus und abgelöst wäre. Boah, das muss ja schrecklich sein. Okay, aber ihr seht ja, hier schlummert auch so eine Seele in der Statue, die auch ein bisschen anders aussieht. Als die, die wir vorher gehabt haben. Und wir kriegen... Dark Friar Kraft kann nun verwandt werden. Friar ist eigentlich so ein Bettelmönch, der durch die Gegend wandert. Zum Beispiel der Bruder Tuck wird im Original, ja, oder im Original, wird im Englischen ja auch als Friar Tuck bezeichnet. Das sind umherwandernde Bettelmönche eigentlich. Der dunkle Bettelmönch gehört zur dunklen Macht, die nur der freie Daniel, der dunkle Ritter, auslösen kann. Vernicht mit dem dunkle Bettelmönch Gegner, die sich außerhalb von deiner Reichweite befinden. Sammel mit A-Energie. Das mache ich auch immer im richtigen Leben so. Freie Daniels Kraft, der dunkle Freier. Der dunkle Freier, genau, der dunkle Bettelmönch besiegt Gegner, die außerhalb von deiner Reichweite sind. Sind alle Gegner besiegt, öffnet sich ein Tor. Ich bin speichern. Und fortführe. Aber das wird erst übermorgen fortgeführt bei Let's Play Illusion of Time auf Pelzig, ihr liebe Leid. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.